Hallo liebe GamePro-Leser und herzlich willkommen zu unserem Vorschauvideo von Just Cause. Das Action-Spiel stammt aus dem Hause Eidos und erscheint für die PS2, die Xbox und die Xbox 360. Wir haben eine spielbare 360-Version erhalten und zeigen euch zwei exemplarische Missionen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie sich Just Cause eigentlich spielt. Hier seht ihr die Hauptfigur Rico, einen Agenten der CIA, der sich in einem Unterschlupf mit Munition und Lebensenergie versorgt. Rico ist auf dem fiktiven Inselstaat San Esperito unterwegs und hat den Auftrag, das dort vorherrschende Regime zu stürzen. Just Cause bietet euch ähnlich spielerische Freiheit wie GTA und Mercenaries, die Hauptaufgabe sind aber auch hier die Story-Missionen. Bei diesen arbeitet ihr mit den örtlichen Rebellen, aber auch mit lokalen Drogenbossen zusammen. Beim Briefing für die nächste Mission werdet ihr sehen, was Rico für einen Auftrag bekommt. Das ist Caballeros. Das Dorf liegt im Montanos-Gebiet. Die Leute dort bauen Reis an. Ganz reizend. Aber die Montanos nutzen die Reismühle als Tarnung für ihr weißes Gold. Gucke, und sie werden sie zerstören. Nichts lieber als das. Nach einer längeren Tour durch die riesige Inselwelt haben wir das Lager mit den Coca-Silos ausfindig gemacht. Das Gelände ist zwar eingezäunt, aber zufälligerweise gibt es eine Art Sprungschanze, die uns weiterhilft. Damit ihr nicht lange suchen müsst, werden solche hilfreiche Stellen auf der Karte mit einem schwarzen Punkt markiert. Auf dem Gelände geben wir dann mit unserer Maschine Vollgas und heizen zu den Silos, wo wir die Sprengsätze anbringen. Das komplette Lager ist im Alarmzustand und wir finden uns in einem Kugelhagel wieder. Dank des moderaten Schwierigkeitsgrades kommen wir allerdings trotz einiger Kratzer lebendig an unser nächstes Ziel. Jetzt noch den zweiten Sprengsatz platziert und wir können abhauen. Da uns die Zäune allerdings immer noch den Weg versperren, machen wir uns ein besonders cooles Feature zunutze. Wir nehmen mit dem Motorrad ein bisschen Fahrt auf, springen dann mit dem A-Knopf aus dem Sattel und gleiten mit unserem Fallschirm über das Hindernis in die Freiheit. Achtung! Nach der Landung nehmen wir den Fernzünder in die Hand und jagen die Silos auf Knopfdruck in die Luft. Die Störer fahren voll auf dich ab. Aber jetzt lass mir mal richtig krachen. Klau einen LKW voll Coca und bring ihn in den Kern. Als Geschenk. Wie ihr gerade gehört habt, haben wir kurzfristig ein neues Missionsziel bekommen. Also schnappen wir uns einen Lieferwagen des Drogenkartells, der mit Kisten beladen ist. Diese Kisten sollen wir unserem Auftraggeber als besonderes Präsent überreichen. Natürlich heften sich die Mitglieder des feindlichen Kartells an unsere Fersen, sodass es eine Verfolgungsjagd über die Straßen der Insel gibt. Die Steuerung in diesen Abschnitten erinnert stark an Titel wie GTA, die Lenkung könnte allerdings etwas präziser sein. Beim Anspielen hatten wir doch oftmals Probleme, die Spur zu halten. Dieser schwere Brummi hat allerdings durch sein Gewicht eine ausreichende Bodenhaftung. Die Verfolgungsjagd geht noch ein bisschen weiter, wir wechseln dagegen schon zur nächsten Mission, die etwas anders abläuft. In dieser Hütte wartet der nächste Auftraggeber auf uns. Wir hoffen übrigens stark, dass die Tonfehler bis zum Release des Spiels noch ausgemerzt werden. Sie haben sich Zeit gelassen. Okay. Um an unser nächstes Missionsziel, dem Polizeichef Velasco, heranzukommen, brauchen wir also am besten ein Boot. Wie bei Spielen dieser Art üblich, kann man sich jedes Fahrzeug unter den Nagel reißen, wie zum Beispiel dieses hübsche und schnelle Motorboot hier.
Jetzt nehmen wir Kurs auf Velascos Yacht, die wie alle Missionsziele auf der Karte rechts oben rot markiert ist. Nach einem beherzten Sprung ins Wasser klettern wir an Bord und machen uns auf die Suche. Wir haben Velasco gefunden und nehmen ihn mit dem automatischen Zielsystem ins Visier. Ihr braucht zum Zielen keinen Knopf zu drücken, sondern müsst lediglich mit dem rechten Stick ungefähr in die Richtung eures Gegners schauen. Abdrücken müsst ihr dann aber schon selber. Nachdem Velasco ins tropische Gras gebissen hat, taucht unser Kollege Kane auf, der uns mit einem weiteren Motorboot zur Flucht verhilft. Während Kane auf die Tube drückt, haben wir uns an das Geschütz gesetzt und schießen auf unsere Verfolger. Neben Hubschraubern müssen wir uns an dieser Stelle auch gegen Kanonenboote zur Wehr setzen. Das ist dann auch schon der letzte Teil unserer zweiten Mission. Beim Anspielen hat Just Cause einen sehr guten Eindruck gemacht. Die große Spielwelt sieht nicht nur hübsch aus, sondern hat auch einige gute Missionen zu bieten. Wie spannend das Ganze aber auf Dauer ist und was es auf San Espirito sonst noch alles zu entdecken gibt, das erfahrt ihr in unserem Test in der nächsten Ausgabe. Den Abonnenten unserer 18er Ausgabe zeigen wir an dieser Stelle noch, wie es aussieht, wenn bei Just Cause ordentlich die Fetzen fliegen. Feuer frei und bis zum nächsten Mal.